Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Da sind sie. Apple hat lange, lange Zeit erzählt von AirTags und immer wieder hat man gesagt, es wird kommen. Und jetzt endlich sind sie da. Und heute Morgen kam das Paket aus Tschechien und ich mach's mal so richtig schön langsam auf. Da sind sie. Schaut mal an, da liegen die AirTags. So sieht's aus. So. Also in einer schönen Verpackung. Es gibt die Dinger einzeln und wir haben den Viererpack gekauft. Hier, halt's mal hin. Den Viererpack für die Familie und ich bin gespannt, wie es funktioniert. Wir wollen verschiedene Sachen ausprobieren. Solche Sachen wie, wir müssen den Schlüssel finden, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist bei uns. Wir wissen, wo die Schlüssel sind, aber ich will es mal den Katzen umhängen. Vielleicht klappt es mit den Katzen. Wir müssen natürlich auch die entsprechenden Halterungen dazu kaufen. Ich werde mir nicht die Halterung von Apple kaufen, weil das ist mir einfach zu teuer. Das Teuerste, was ich gesehen habe, ist die Variante mit den Hermes-Sachen. Werde ich mir nicht kaufen. Ich werde mir irgendeine No-Name-Halterung bei Amazon kaufen aus China. Die kosten, weiß ich, 3, 4, 5 Euro, je nachdem. Und und hoffe, dass ich nicht die Apple-Dinger kaufen muss. Jetzt haben sie es ganz schön verklebt hier, die Herrschaften von Apple. Mache ich was falsch? Bin ich zu blöd, eine Packung aufzumachen? Sieht so aus. Also was brauche ich? Ich brauche natürlich ein iOS-Gerät. Das habe ich. Wir haben in der Familie nur iPhones. Und jetzt haben wir. War diesmal ein bisschen schwer verklebt, Apple, muss ich schon zugeben. Anders als sonst. Das ist kein Einkaufserlebnis, wie wir sie sonst haben. Das ist irgendwie blöd. Also hier ziehen wir sie raus. Da, dumm. Beschreibung, na gut. Und hier sind die AirTags. Die vier Stück, wir machen sie auf. Ich glaube, das nennt sich Altarfalz im Druck. Und hier sind sie. So sehen sie aus. Und ich nehme mal eins raus. Ich bin gespannt, wie kratzintensiv oder verkratzintensiv die Dinger sind. Und ich bin mal gespannt, was die Katzen dazu sagen, wenn sie sowas um den Hals haben als Tracker. Okay. So, jetzt ist es aktiviert, hat gemacht. Hier ist es. Hat gleich losgetackert. Soll eine normale Knopfzelle sein. So sieht's aus. Ja, sieht aus wie Tablette. Gut, also meine AirTags kommt dann. Ja, mal schauen, wo ich es jetzt als erstes hinmache. Ich glaube, ich mache es mal ans Fahrrad. Ich bin gespannt. Also so sehen sie aus, so sehen die anderen aus. Was steht noch dabei? Anleitung. Man muss updaten, jawohl, kriegen wir hin. Und man muss anhaben, jawohl. Und es funktioniert über die, wo ist diese Freunde-App, hieß es, glaube ich, früher mal. Wie heißt die jetzt eigentlich? Die heißt, Freunde-App. Bei mir heißt sie Freunde-App, ihr wisst, was ich meine. Und da ist das Ding dann zu finden. Wow, ich bin gespannt. Die AirTags. Wo ist die Kamera? Da.